Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute bauen wir den Heckbumper an und das Licht. Ja, wir tauschen erstmal hier den Heckbumper noch aus. Ich habe den nochmal in grün gedruckt. Passt dann nochmal besser zum Auto. Ganz wichtig, was nicht fehlen darf, 6er Loch in der Wheelie-Bar, damit wir wieder einen Anhänger dran anhängen können und uns ziehen lassen können. So, dann können wir das Licht einbauen. Das hier sind die Halter dafür. Gibt es im Set direkt wie vorne und hinten. Zusammen mit LEDs, mit extra langen Kabel. Die kommen hier hinten drauf. Vorne so wie hinten. Ich mache jetzt nur hinten, weil vorne will ich noch einen Bumper basteln. Der Vorteil ist, dass die ziemlich geschützt hier sind. Und vom Winkel her sind beide gleich. Bedeutet, dass hier das Rücklicht schön auf den Boden strahlt. Und auch wenn man Gas gibt und der anfängt in Wheelie zu gehen, wird der Boden rot beleuchtet und genauso vorne, wenn er in Wheelie geht, wird trotzdem noch die Straße beleuchtet. Erst festschrauben, bevor der Deckel drauf kann. Hier im 6, also im 4x4 wird es auf jeden Fall reichen, die Kabellänge, aber hier im 6x6 sind wir ein bisschen knapp. Ah, es würde aber gerade so gehen. Ja, ich mache aber trotzdem nochmal hier 10 cm Verlängerung dazwischen, dann haben wir ein bisschen mehr Spiel für das Ganze. Und müssen die Kabel nicht so auf Spannung da reinlegen. Wenn ihr das Set hier beim Metz kauft, dann müsst ihr die Schrauben, die ich jetzt hier reinmache, als erstes reinmachen, weil das Set ist nicht flexibel. Heißt erst die Schrauben hier rein und dann die LEDs verbauen, sonst kommt man hier an den LEDs nicht vorbei, das ist ziemlich knapp. Also am einfachsten geht's, wenn ihr den Bumper hier gerade mit den zwei Schrauben und der Skidblade abschraubt, das Ganze montiert und dann wieder dran montiert. Das hier ist jetzt ein bisschen fummelig, die Schraube, die den Deckel festhält, da reinzubekommen. Aber kriegen wir irgendwie hin.
Na, ich nehme die Verlängerung doch wieder raus. Das passt. Und dann haben wir hier nicht so einen Kabelsalat. So, einmal Strom drauf. Sehr schön. Lüfter laufen, Lampen leuchten. Perfekt. So, und hier über den Fünffachverteiler kommt jetzt auch wieder ein Schrumpfschlauch drüber. Großer, damit die ganzen Kabel und Stecker drin bleiben. Lüfter hat genug Platz zum Akku. Kabel liegen sauber. Das gefällt mir. Karosserie geht hoffentlich auch noch drauf. Definitiv genug Platz, das passt. So, dann tauschen wir noch die Wheelie-Bar-Räder aus. Nochmal nah auf. So weit sind wir jetzt. Jetzt muss ich eigentlich nur die Regler verlöten, Empfänger einbauen. Dann war es das, glaube ich. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.